Tada! Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren gemacht. Hier geht's runter. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche auf Band, damit ich es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Okay. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einschmeißen kann, soll Carol in den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zerstreuen und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Boah, Mist, das war jetzt nicht ihr so gelaufen, wie ich es vorgestellt habe. Ach, das war gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Na, das auch nicht. Nein. So. Ja. Das sind diese tollen Momente, in denen man dann zwischen Portal hin und her hüpfeln muss. Da gehen wir nochmal ganz nach oben. So. Bin ich da kurz runtergefallen. Bisschen unpraktisch. Bisschen unpraktisch, sag ich, und fall schon wieder runter. Ja, das gibt's ja nicht. Nein! So, also dreimal kann ich den Fehler ja schlecht machen. Ja, ich hab's hingekriegt. Ach je, ich lasse das jetzt einfach so. Was soll's denn? So, und da springen wir jetzt gleich drauf auf dieses tolle Trittbrett, Dingens, whatever. Juhu! Yay, und... Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Ah ja, ich weiß. Ich weiß schon wieder. Ah, gleich. Gleich werdet ihr meine Genialität sehen. So. Hui. Oh. Man hat natürlich nichts gesehen, weil diese dämliche Maus hier wieder... Oh, jetzt wird geladen. Also das heißt, das ist für euch jetzt übersprungen. Ja, bis gleich danach, ne? So, alles geprüft, alles perfekt. Und für euch ging die Ladezeit relativ schnell. Alle sind glücklich. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Oh. Richtig. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Würde. Dass man sowas mal von GLaDOS hören darf, das ist ja wirklich erstaunlich. Zack, bumm. So, und da kommt jetzt das blaue Zeug dahin. Ah. Oh, ja, ich habe es gerade noch so hingekriegt, dass ich das schaffe. So, wie geht's denn hier weiter? Jetzt muss ich nach ganz da oben kommen, irgendwie. Dann mache ich das einfach wieder so, ne? Kennt ihr ja schon. Dieses Prozedere. Ah! Oh, ich hasse es. Ich hasse es. So, jetzt aber, ne? So, und jetzt laufen wir mal dahin, um zu schauen, was ist denn da so Feines? Ich weiß es natürlich schon, aber ich tue einfach mal so, als wäre es überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Zack, flutsch.
Nee. Das habe ich schon wieder falsch gemacht. So ist das nämlich. So. Zack. So, jetzt brauchen wir was von der Paste. Damit die da oben was hinmacht. Dann brauchen wir noch was von der tollen blauen Paste. Und dann haben wir es geschafft. Tadam! Wunderbar, oder? Also es läuft jetzt halt viel schneller, weil ich es kurz vorher schon alles gespielt habe. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Kann ich das auch wieder in einem Schritt machen? Ah, vorhin habe ich es in einem Teil geschafft. Diesmal muss ich dann nochmal zurücklaufen. Jetzt ist der Effekt nicht so groß, aber ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. So. Aha. Ah, okay, das geht also. Das werden wir nämlich jetzt brauchen. Und zwar, wo ist denn hier was Weißes? Da. Oh, da kommen wir nicht lang. Na super. Wunderbar, ey, das hat ja sogar funktioniert. Tada! An dieser Stelle habe ich auch ganz lang gebraucht. Ich habe es immer richtig gemacht, aber der Witz ist, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das witzig ist, aber... Ich kann dazu nur sagen, gnä. Ja. Also, ja. Ihr werdet es ja gleich sehen, wie es funktioniert. So. So weit wie möglich nach oben irgendwie. Und jetzt... Wow. Und... das gibt's nicht, das funktioniert jetzt schon wieder nicht. Aber das finde ich ja eine Frechheit. Fasse ich ja jetzt nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Schon hier? Naja. Wir schauen einfach mal, ne? Und zur Not, falls ich es gar nicht hinkriegen sollte, weil ich anscheinend wieder zu dumm oder zu blöd oder beides bin, gibt es dann ja auch die Möglichkeit einer kleinen Aufnahmepause, wo jeder nochmal aufs Klo kann und dann geht's weiter, ne? Ich schaff das ja auf jeden Fall. Da! Ha! Das Poster, kannst du das mal ansehen? Natürlich. Paradoxa. Keine KI kann ihnen widerstehen. Genial. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Das ist natürlich eine Idee, dass wir Wheatley ein Paradoxon erzählen. Und das ist ja sowas, wo du weder Ja noch Nein sagen kannst. Und weil Wheatley da nicht diese tollen Mechanismen von GLaDOS hat, wäre ja zu denken, dass das vielleicht funktionieren könnte und Wheatley dadurch kaputt gefreckt wird. Aber who knows. Also wir werden es auf jeden Fall, also ich denke mal, GLaDOS wird es auf jeden Fall ausprobieren. Und da fährt die lustige Treppe nach unten zu uns. Na wenn, das ist gar keine Treppe, ist einfach nur so ein komischer Steg. Auf dem werden wir jetzt gleich Platz nehmen und dann zack, bumm. Ne? Ist schon. Geht's hier nach oben? Wenn ich nicht genug ankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Oh. Das heißt also, dass auch GLaDOS dafür anfällig ist. Ich finde
GLaDOS klingt manchmal irgendwie so leicht nach Kladdes von Drakensang. Drakensang Let's Play von Lennart, einfach mal einschalten. Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige Macht, geile KI, vorzugehen. Okay. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ach, da sind wir wieder hier. Und da wird schon wieder geladen. Wheatley! Was sind das für Würfelchen? Haben die Beine? Anscheinend, lassen wir uns einfach überraschen. Bam. Teil 8, die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Dasein... Ah, also Wheatley hat also einen Ersatz für uns gefunden, beziehungsweise glaubt ihn gefunden zu haben. Heißer, kochend heiß, okay, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Oh, wie frech. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir boxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. So, und an dieser Stelle gab es auch einen Bug. Und zwar hat sich einfach diese dämliche Tür nicht geöffnet, was sie natürlich jetzt tut. Du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor-Kerntransport. Ja, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Perfekt. Und los geht's. Juhu. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Okay. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Okay. Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Ja. Siehst du? Oh, ja. Gut gemacht. Oh, das war natürlich einmalig. Schwer. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Ach wieso ja? Wieso willst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Wir müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ja, irgendwo werden wohl welche rumliegen. Tja, mein Paradoxonplan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Oh! Tja, also das hat ja überhaupt nicht funktioniert mit dem Paradoxon, was GLaDOS gesagt hat, dass wir dadurch vielleicht Wheatley ausschalten können. Ja, schade eigentlich. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Aber natürlich auch schön, weil dann unser Let's Play natürlich weitergeht, ne? Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Waren wir gerade nicht bei 01? Nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Oh. Das ist brandneu. Na dann... Holen wir uns natürlich erstmal so ein komisches Viech. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, da haben wir uns gerade ein bisschen gesehen. So ein Würfelchen, das da rumliegt. Gibt es dazu auch einen Knopf? Anscheinend nicht. Juhu!
Diese Würfel können sogar rumlaufen. Zwar, wenn man die so hinstellt. Nein! Ach. Kurz den Würfel gerettet. Wo müssen wir denn hin? Muss aufpassen, dass er nicht wegläuft. Ah, tut er nicht. Okay. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Okay. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Oh. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Es ist... gibt keine gute Nachricht, ja. Es ist natürlich nicht unbedingt positiv. Wheatley Laboratories.